Ist es ein feiner Wiesen-Champignon oder ein tödlicher Knollenblätterpilz? Eine köstige Speismorchel oder eine hochgiftige Frühlingslorchel? Pilze sehen manchmal zum Verwechseln ähnlich aus. Eine Verwechslung, die im dümmsten Fall lebensgefährlich ist. Die Leute haben im letzten Jahr Sturm geläutet auf der Notfallnummer 145 von Toxinfo Suisse. Ein Viertel mehr waren es im Vergleich zum Vorjahr, die angeläutet haben, weil sie sich vergiftet haben oder das Gefühl hatten. Der Raphael Grunder berichtet. 2022 war für Pilzliebhaber ein sehr gutes Jahr. Und die Pilzkontrolleure wie der Urs Weibu hatten viel zu tun. Fast 500 Pilze hat der Pilzverein Lys im letzten Jahr kontrolliert. Davon waren rund ein Dutzend Kilo giftig. Die kommen, die Leute, die haben die Chance, dass wir es kontrollieren können. Und die mit Apps in Wald gehen und die nicht kommen, dort haben wir keine Chance und das ist viel gefährlicher. Also wenn sie bei der Kontrolle waren, wo auch immer, dann habe ich nicht Angst, dass es Vergiftungen gibt. Ein paar Pilze bereiten den Kontrolleuren aber Kopfzerbrechen, wenn sie jemanden in Kontrolle bringt. Zum Beispiel der Riesenrötling. Schöner Pilz, Pilz aussieht wie ein Nessbar und so. Und das ist wirklich bei den Schwergiftigen. Und tödlich Giftigen haben wir den Gifthäubling mit dem Stockschwimmli. Und da tut jeder Pilzkontrolleur tief durchschnaufen, wenn er das Stockschwimmli bekommt und muss entscheiden, ist es jetzt wirklich ein Stockschwimmli oder könnte es der tödlich giftig Gifthäubling sein. Das sind so Punkte, wo dort geht es aber schon ein bisschen näher. Pilzvergiftungen bei Mensch und Tier haben 2022 2% von allen Vergiftungen in der Schweiz ausgemacht. Das erklärt Stiftung Toxin von Swiss, die die Zahlen erhebt und telefonische Beratungen zum Thema macht. Das sind Leute, die entweder Pilz konsumiert haben und dann Symptome haben oder sich einfach fragen, ob sie die richtigen Pilze gegessen haben. Das ist nicht zwingend schon eine Vergiftung. Das sind wirklich Beratungen, die wir im Zusammenhang mit Pilz machen. Toxinfo Suisse geht davon aus, dass die Zunahme an Fällen im Zusammenhang mit dem guten Pilzjahr steht. Wenn die Leute mehr Pilze sammeln und konsumieren, tauchen auch mehr Fragen auf. Eine genauere Auswertung wird Toxinfo dem Sommer bekannt geben. Zum Beispiel, ob es Symptome gegeben hat, wie schwer diese waren und ob die im Zusammenhang mit den genossenen Pilzen stehen. Wenn dann wieder Pilzsaison ist, können die Pilzfans die gesammelten Pilze bei Dutzenden von Stellen zeigen. Wie hier in Lys, wo der Pilzverein seit 80 Jahren Pilzkontrollen macht.